Fische, Horoskop für 2025. Das neue Jahr 2025 verspricht, für Vertreter des Sternzeichens Fische herausfordernd zu werden. Horoskop rät, keine Zeit auf unnötige Dinge und Menschen zu verschwenden und konzentrieren sich auf wichtige Aufgaben. Die Jahresperiode der grünen Baumschlange wird fruchtbarer sein und alle versprochenen Veränderungen werden sich zum Guten wenden. Was erwartet die Fische im Jahr 2025? Das Horoskop für Fische ist im Allgemeinen positiv und verspricht Veränderungen im beruflichen Bereich und in der Liebe. Die Sterne lassen praktisch keine Zeit zum Schaukeln und bieten Möglichkeiten, das eigene Leben zu verbessern. Die schöpferische Natur wird auch zu positiven Veränderungen beitragen, sie wird ihnen erlauben, sich in eine neue Richtung zu entwickeln. Die astrologische Vorhersage rät, sich vorzubereiten. Einen möglichen Umzug in eine andere Region oder sogar ins Ausland. Eine wahrscheinliche Heirat oder Verbindung. Leidenschaft und Romantik. Änderungen in der Zusammensetzung von Freunden oder Kollegen. Den Beginn interessanter Projekte oder neuer Tätigkeitsbereiche. Mögliche finanzielle Schwierigkeiten, bei deren Bewältigung Ihnen ein Kurs in Finanzwissen helfen wird. Alle Veränderungen und Neuerungen werden sich zum Guten wenden. Allerdings raten die himmlischen Koryphäen davon ab, dubiosen Persönlichkeiten zu vertrauen, die mit geringem Aufwand großen Verdienst versprechen. Im Sommer werden solche Menschen in der Umgebung besonders häufig auftreten. Doch bevor man mit jemandem ein ernsthaftes Geschäft beginnt, sollte man sich vergewissern, dass die Person vertrauenswürdig ist. Vorsichtig sollte man auch bei Investitionen in unbekannte Projekte sein, die erst am Anfang stehen. Horoskop für Männer. Das Horoskop für Fischemänner warnt vor übereilten Entscheidungen, und davon wird es im Jahr 2025 viele geben. Die Emotionen werden fast das ganze Jahr über versagen. Daher ist es empfehlenswert, sich Zeit zu geben, um zu denken und objektive Abwägung der Risiken. Vor großen Käufen investieren große Summen Geld in der Wirtschaft. Verleihen Sie kein Geld, auch nicht an gute Bekannte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld in dieser Zeit zurückkommen wird, ist minimal. Umgeben von alleinstehenden Männern werden eine Menge interessanter Damen auftauchen, mit denen Sie eine Familie gründen können. Die Schlange wird Ihnen Hinweise geben, welche Frau von allen die Aufmerksamkeit verdient. Die ideale Zeit für einen Heiratsantrag wird der Herbst sein. Im gleichen Zeitraum können Sie auch nach einem geeigneten Datum für die Heirat Ausschau halten. Für Familienmenschen wird das Jahr ruhig und gelassen, in den Beziehungen wird Frieden herrschen. Im beruflichen Bereich sagt das astrologische Horoskop gravierende Veränderungen voraus. Es kann ein guter Aufstieg auf der Karriereleiter sein oder der Beginn eines interessanten Projekts, das das Einkommen erhöht. Geschäftsleute können in diesem Jahr eine Expansion planen, müssen aber unbedingt qualifiziertes Personal für diese Aufgabe gewinnen. Horoskop für die Frau. Das Horoskop für Fischefrauen empfiehlt, sich zu Beginn des Jahres mehr Zeit für die Ausbildung zu nehmen. Das können Kurse, Seminare oder spezielle Ausbildungsworkshops sein. Investierte Kräfte in eine neue Richtung wird sich vor dem Ende des Jahres auszahlen und wird es Ihnen ermöglichen, den Bereich der Tätigkeit vollständig zu ändern oder ein gutes zusätzliches Einkommen zu erhalten. Bei Ängsten und Zweifeln hilft Ihnen die Unterstützung von nahestehenden Menschen weiter. Positive Veränderungen sind auch im Bereich der Liebe zu erwarten. Frauen, die schon lange in einer Beziehung sind, sollten sich auf einen möglichen Heiratsantrag im Frühjahr einstellen. Wenn es keine Zweifel an der Wahl des Partners gibt, ist es besser, eine Hochzeit am Ende des Jahres zu planen und ein Datum aus den günstigen Tagen des Mondkalenders zu wählen. Die Mitte des Jahres ist besser geeignet, um sich der Kreativität zu widmen. Auch wenn keine Zeit dafür bleibt, werden die investierten Anstrengungen ein gutes Ergebnis bringen. Es wird sich nicht nur in einer positiven Stimmung und der Motivation, andere Dinge zu tun, ausdrücken, sondern auch in der Möglichkeit, sich in einer neuen Richtung zu verwirklichen. Liebeshoroskop für 2025. Die Liebessphäre wird im Jahr 2025 eine der intensivsten für die Fische sein. Emotionen und hitzige Leidenschaften können dazu führen, dass man Dinge tut, die Vertreter des Zeichens später bereuen werden. Deshalb geben Sie in den Impuls und stürzen in die erste Beziehung ist es nicht wert. Sterne empfehlen, potenzielle Partner zu überprüfen, bevor man etwas Ernstes mit ihnen anfängt oder sie in sein Leben lässt. Für verheiratete Menschen ist dies eine Zeit der Stabilität.
Die Schlange wird Ihnen genug Weisheit geben, um kontroverse Situationen nicht zu ernsthaften Konflikten und Widersprüchen zu führen. Das Jahr wird eines der glücklichsten und erfolgreichsten für Sie sein. Aber Sie sollten nicht denken, dass die Sterne alles von selbst tun werden, und es gibt keine Notwendigkeit, in der Beziehung zu investieren. Zeichen der Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf Ihre andere Hälfte sollte immer gezeigt werden, so dass die Krise in der Beziehung nicht entstehen. Finanzhoroskop für 2025. Fische haben im finanziellen Bereich alles im Griff. Sie wissen, wie man Geld verdient und wissen, wie man es gewinnbringend anlegt. Daher wird eine mögliche Krise im Frühsommer für Sie fast unbemerkt vorübergehen. Die Sterne empfehlen jedoch, an mehreren Stellen gleichzeitig zu sparen und verschiedene Instrumente zu verwenden, um die Wahrscheinlichkeit des Verlustes von verdientem Geld zu verringern. Mehrere große Anschaffungen können das Budget stark belasten. Bevor man sie tätigt, empfiehlt es sich, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Stars raten davon ab, im Frühjahr große Darlehen und Kredite aufzunehmen, vor allem, wenn mit dem Geld Dinge gekauft werden sollen, die keine zusätzliche Einnahmequelle darstellen. Es ist besser, diese Entscheidung bis zum Beginn des Herbstes aufzuschieben, wenn klar wird, ob sie wirklich notwendig ist oder nicht. Karrierehoroskop für 2025. Ein gutes Karrierewachstum erwartet die Menschen, die im Schaltjahr in ihre Entwicklung investiert haben. Im Jahr 2025 werden Sie das erwartete Ergebnis und eine wohlverdiente Beförderung erhalten. Die zunehmende Verantwortung kann jedoch zu Stress und Spannungen führen. Es wird notwendig sein, die Initiative zu ergreifen und Aufgaben in kurzer Zeit zu erledigen. Es sollte daran erinnert werden, dass dies ein vorübergehender Effekt für die Zeit der Anpassung ist, und mit der Zeit wird alles besser werden. Die Unternehmer erwarten positive Veränderungen. Aber Stagnation und fehlende Veränderungen bei dem vorgeschlagenen Produkt oder der Dienstleistung sollten nicht für lange Zeit zugelassen werden. Sie können die Mitarbeiter auffordern, ihre eigenen interessanten Ideen einzubringen oder die Meinung der Verbraucher über die Qualität der Dienstleistung zum Ausdruck bringen. Dies wird dazu beitragen, die Richtung zu bestimmen, in die es besser ist, sich zu bewegen. Gesundheitshoroskop für 2025. Fische haben eine gute Gesundheit und ein starkes Immunsystem. Im Jahr 2025 werden sie jedoch besonders anfällig für allergische Reaktionen und Ausschläge sein. Die Sterne raten, bei der Auswahl von Lebensmitteln vorsichtiger zu sein und immer Antihistaminika bereitzuhalten. Überanstrengen Sie sich auch nicht, denn nervliche und körperliche Anspannung gehen nicht spurlos an Ihnen vorbei und können Depressionen und Kraftverluste verursachen. Um den Körper in guter Verfassung zu halten, wird empfohlen, schwimmen zu gehen. Das Element Wasser gibt dem Menschen zusätzliche Kraft, um alle Aufgaben zu bewältigen. Gehen Sie mehr an der frischen Luft spazieren und betrachten Sie das Schöne. In schwierigen Zeiten für das Nervensystem ist es besser, sich vor schlechten Nachrichten und Konflikten abzuschirmen. Die ideale Zeit für Ruhe ist das Ende des Sommers und der Beginn des Herbstes.